makroregionale Strategie für das Baltikum, dann die makroregionale Strategie für den Donauraum, die Drittgeborene, die Strategie für den Alpenraum und das jüngste Kind, die Strategie für den Adria und für die Adria und das Ionische Meer. Diese Strategien betreffen nicht mehr kleine Gebiete der Europäischen Union, sondern umfassen inzwischen ungefähr die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Tatsache ist, dass diese Strategien in den letzten 6-7 Jahren geboren sind. Die makroregionale Strategie für den Alpenraum ist ja geboren in einem Moment, in dem der derzeitige Finanzierungszeitraum 2014-2020 bereits gestanden hat. Das heißt, sie ist in die laufende Finanzierung hineingekommen. Und es gibt in diesen makroregionalen Strategien, wir nennen die in Brüssel die sogenannten Three No's, also No New Money, also kein zusätzliches Geld für diese Strategien, No New Institutions, also keine neuen Institutionen und No New Regulations, also keine neue Gesetze. Das Ganze hat schon einen Sinn, weil wir ja nicht makroregionale Strategien entwickeln wollen, die nur dazu dienen sollen, zum Haushalt, also zusätzliche Haushaltsmittel zu generieren. Aber dennoch denke ich, dass jetzt die Zeit gekommen ist, auch hier im Hinblick auf die Finanzperiode 2020-2027 darüber nachzudenken, welche Rolle spielen diese makroregionalen Strategien. Was können sie wirklich leisten? Welche Koordinierungsmöglichkeiten können sie wirklich geben? Sie sollten nämlich mehr sein als die Koordinierung von ein paar Interreg-Projekten. Wir haben derzeit, ich habe im Parlament, im Europäischen Parlament auch eine sogenannte Freundschaftsgruppe der Makroregion Alpen gegründet, die auch aktiv ist, obwohl wir als Parlament ja nicht eine direkte Befugnis außer bei der Finanzierung diesbezüglich haben. Und wir sprechen uns sehr dafür aus, dass man in den nächsten 7 Jahren, also wenn es um die Zeitraum 2027 geht, verstärkt darüber nachdenkt, wie in den bestehenden Finanzierungen, die auf jeden Fall in diesem Alpenraum von der Europäischen Union kommen. Ganz gleich, ob das das Forschungsprogramm ist, ob das das Strukturprogramm ist. Ich denke zum Beispiel an die großen Verkehrsinfrastrukturen, die ja maßgeblich von der Europäischen Union mitfinanziert werden. Ob es um Projekte wie Interreg zum Beispiel geht, um den ESF geht. Die Frage stellt sich, wie können diese ganzen Finanzierung dieser ganzen Programme eingebettet werden in eine makroregionale Strategie. Könnte es also gelingen, für einen Gesamtraum, wie es der Alpenraum ist, eine Strategie zu entwickeln und letztendlich dann zu sagen, okay, wie können die Gelder, die die Europäische Union insgesamt in diesem Raum zur Verfügung stellt, besser koordiniert werden. Das gilt im Übrigen auch, und damit möchte ich dieses Thema auch abschließen, das gilt im Übrigen auch für den sogenannten Juncker-Fonds oder technisch EFSI. Wir diskutieren derzeit über die Weiterführung des EFSI und die Aufstockung des EFSI in den nächsten Jahren. Ich habe im Parlament Abänderungsanträge eingebracht, die jetzt auch erfolgreich sein werden und wo drinnen steht, dass sogenannte Finanzierungsplattformen, also dieser EFSI funktioniert ja über sogenannte Finanzierungsplattformen, über die dann Geld oder Sicherheiten für Kredite aus dem EFSI gewährt werden, dass solche Finanzierungsplattformen bevorzugt bedient werden, wenn sie transnational und grenzüberschreitend sind und wenn sie innerhalb makroregionaler Strategien stattfinden. Weil es meiner Meinung nach schon spannend wäre, trotz dieser Three No's zu überlegen, ob zum Beispiel ein Finanzierungsinstrument wie der Juncker-Fonds, in dem sich viele Milliarden befinden, auch im Rahmen einer makroregionalen Strategie gedacht werden kann und Finanzierungsplattformen in einem größeren Raum überlegt werden oder gestaltet werden können als auf Ebene einer Region oder auch auf Ebene eines Staates, wo übrigens Italien ja sehr effizient ist. Italien ist derzeit jenes Land, das den Juncker-Fonds am besten nutzt von allen 28 Mitgliedstaaten. Das zeigt also, dass Italien manchmal in der Verwaltung auch sehr effizient sein kann. Gut,